Hi und herzlich willkommen bei mir auf dem Channel. Ja, traumhafter Anblick, muss ich sagen. Wow. Heute wunderschönes Wetter. Wir haben 4 Grad minus. Die Straßen hier sind arschglatt, zu viel Gas. Und das Heck bricht sofort aus. Aber nur an manchen Stellen. Die Sonne ist da, wunderschönes Wetter. Allerdings, ich Vollidiot, nutze das gerade nicht wirklich, sondern fahre in den Wald, wo es schneit. Aber wenn hier ein bisschen Licht durchscheint, sieht es einfach wunderschön aus. Und darum habe ich mich jetzt dafür entschieden, hierher zu fahren. Oh, shit, alles. Guckt euch das an. Scheiße. Und das ist alles voll. Überall. Nicht lachen, warum ich so langsam losfahre, gebe ich mehr Gas, drehe den Hinterreifen durch und Heck bricht aus. Ich sitze schon extra ganz weit hinten, um mein Körpergewicht auf die Hinterfelge zu pressen, aber so fett ist selbst mein Arsch noch nicht. Aber hey, guckt euch das hier einfach nur an. Ist das nicht traumhaft? Und jetzt, wenn die Sonne gleich kommt, Moment, ich muss den Berg passieren, eine Kurve 2 und dann habe ich die Sonne. Und dafür hat sich eigentlich der Aufwand schon fast gelohnt. Oh, geile Scheiße. So, ich habe auch versucht heute ein paar Leute zusammenzutrommeln, weil ich die letzten 2 Monaten fast ausschließlich allein unterwegs war und hatte mal Bock, dass mich jemand begleitet heute. Aber leider haben sie sich nicht getraut. Bei dem Schnee, Fahrzeug kaputt, Unfall gehabt, arbeiten. Ja, oder könnte ich im Schnee fahren? Gibt's alles. Shit happens, finde ich nicht so wild. Ich hätte mich gefreut, weil ich heute, wie gesagt, im Schwarzwald rumfahre. Und es ist halt... Wow. Shit. So, ein kurzes Foto gemacht, muss sein. So Leute. Hat einen Grund, warum ich hier rumfahre. Ich tue mich momentan nach und nach eindecken mit allen Sachen, was ich brauche für meine weiteren Touren und Urlaube. Nur weil das aus Frankreich, wohl oder übel, nichts werden kann wegen Corona und Richtlinien und Bestimmungen und ja, werde ich trotzdem verreisen. Selbst wenn Schnee liegt, gehe ich weg. Nein, Spaß. Oh shit. Jesus Gott, ich fahre Schlangenlinien. Ja, also ich werde trotzdem verreisen. Dann wird es anstatt eine Frankreich-Tour, wird es einfach eine Deutschland-Tour werden. Nicht so toll. Also wirklich, kein Mensch hat Bock auf Nordsee. Das ist echt krass. Hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, egal, Hauptsache Meer oder so, ja. Aber nö.
tue jetzt nach und nach nicht nur meine Ausrüstung kaufen, sondern ich muss die Ausrüstung ja auch testen. Ob alles funktioniert und. Ihr seid jetzt live mit dabei. Wenn es wackelt oder zu arg windet, tja, Pech. So ist es halt heute. Ich bin jetzt gut rumgefahren. Langsam wird es frisch. Und wenn wir Rollertouren machen, im Schwarzwald, nach Frankreich, egal wohin, haben wir spätestens ab einer bestimmten Uhrzeit immer Hunger. Und meistens, zumindest letztes Jahr, sind wir meistens an den Baggersee gegangen oder zu uns in den Garten und haben dort gegrillt. So, und ich dachte, das ist gar nicht verkehrt, aber das geht besser. Und ich habe mir das bei Infi abgeguckt, der hat sich einen Gaskocher geholt und habe ich jetzt auch. Und der muss jetzt erstmal getestet werden, ob er überhaupt funktioniert und für meine Bedürfnisse taugt. So, soll angeblich ganz leicht sein. So, als nächstes Gas. Also das ist so idiotensicher gemacht, dass es sogar ich verstehe. Also es war wirklich ein guter Kauf. Und dann auf Lock. Und es funktioniert sogar bei so einem beschissenen Wetter. Okay, muss ein bisschen großzügiger sein. Der liebe Gott will scheinbar auch was davon abhaben. Aber hey, ist das nicht eine geile Kulisse, um mal einfach Tourpause zu machen, Cappuccino machen. Ey, infinitum. Ohne Scheiß. Vielen, vielen Dank. Durch dich mache ich so einen Scheiß überhaupt. Oh, seht ihr gerade den Schneesturm? Ja, durch dich kam ich überhaupt auf die Idee, weil ich bin nicht so wirklich der Mensch, wo sowas macht. Ich bin eher der Mensch, wo ein Feuer macht, also Lagerfeuer und Grill. Aber bei solchen Temperaturen kannst du was ja vergessen. So, ich habe noch keinen Topf, keine richtige Ausrüstung, müsste ich mir vielleicht auch mal holen. Aber momentan, ich habe einfach den Topf genommen, der gehört nicht mal mir. Ein bisschen Schnee kommt auch noch rein. Das ist jetzt, oh. Einfach die Hände dahin. Erstens gibt Windschutz. Zweitens, man wärmt seine Hände. Oh, göttlich. Aber der Topf, der ist auch nicht gerade der schönste. So, und das Wasser kocht auch gleich. Ich sehe schon Rauchen. Freue mich schon auf den Cappuccino. Ich bin kein Kaffeemensch und ehrlich gesagt auch kein Cappuccino-Mensch und so. Aber, oder Heißgetränke, Tee und so. Aber gerade morgens ist es gar nicht schlecht, was Vernünftiges, Warmes zu trinken, bevor man eine Kippe raucht und so. Und das habe ich mir jetzt angewöhnt, vor Jahren. Und gerade hier ist es perfekt, statt einen Kaffee einfach einen Cappuccino machen. Genial. Und es funktioniert. So. Jetzt müssen wir noch was holen.
Sonst verbrenne ich mir nur die Finger. So. Eine Kombizange ist für alles da. Wasserpumpezange kannst du wirklich für alles benutzen. Ich benutze es zum Grillen, zum Roller reparieren, um Cappuccino zu kochen auch gleich. So, Pulver, Scheiße ist alles drin. Wasser kocht auch gleich. So. Machen wir mal den Scheiß aus. Perfekt. Das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Man macht wirklich Schnee damit. Sehr schön. Ah ja. Sehr geil. Prost! Ich mache euch jetzt mal kurz weg. Ich ziehe den Helm aus, das ist unbequem. Cappuccino am Start. Ey, das hat wirklich was geholfen. Meine Hände sind nicht mehr kalt. Ich bin aufgewärmt, yeah. Das werde ich echt öfters jetzt machen. Allerdings ist es schon nervig, so einen großen Koffer dabei zu haben. Der nimmt ganz schön viel Platz weg. Da muss ich mir was einfallen lassen. Das ist nur für Reisen und für Trips brauche ich dann einen anderen Gaskocher, der wo weniger Platz nimmt. So, ich rauche jetzt fertig, trinke zu Ende und dann mache ich mich auf den Weg nach Hause. Ich habe noch ein Stück. So, zusammengebaut ist es auch sehr schnell. Also einfach nur einmal rumdrehen. Ja, ich habe das hier als Abstandshalter, damit nichts drin klappert. Ja, plopp. Ist nicht der beste Koffer, muss ich ehrlich gestehen, aber der Gaskocher ist toll. Hat mich nicht arm gemacht, war nicht gerade billig, aber hat mich nicht arm gemacht, wie gesagt. Und hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber ich finde es, wenn ich ehrlich bin, ich finde es für nur ein Cappuccino machen und eine 5-Minuten-Terrine viel zu klein, viel zu groß dimensioniert. Wie gesagt, dafür muss ich mir was anderes überlegen. Habe ich mir auch schon überlegt. So, jetzt trinke ich den Cappuccino noch schnell zu Ende. Bis gleich. Jetzt sind wir aufbruchbereit. Mal schauen, ob die Kiste überhaupt noch anspringen will. Blinker, ja, wie immer. Yeah. Aber schaut euch das mal an. Ah ja, habe ich ein bisschen Spaß gehabt. Aber schaut euch einfach nur das hier an. Ist das nicht göttlich? Ich glaube, ihr seht es nicht so. Aber durch die Sonne eventuell doch heute. Wunderschön hier. Oh, nichts. Ja, ich will nur geradeaus fahren. Hübscher Porsche. So, jetzt wird es wieder dunkel. Und rutschig wird es jetzt wieder. Boah, leck. Aber hier ist echt wunderschön. Aber ich fahre halt gerade direkt in den Schatten rein. Und das ist nicht schön. Wie gesagt, Straßenblatt. Ich muss langsam fahren. Das gefällt mir nicht.
Willkommen zurück. Mir ist der Akku flöten gegangen. Ich weiß nicht, inwiefern ich noch wie viel aufgenommen habe. Von daher wünsche ich euch, machen wir einfach hier einen Schluss, genau. Und ich wünsche euch eine schöne Woche. Fahrt vorsichtig, bleibt gesund und bis zu eins meiner nächsten Vlogs. Ciao.